10 Jahre verbringen Kinder und Jugendliche in Deutschland mindestens in der Schule. Dabei ist es naheliegend, dass sie dort jede Menge lernen. Vom Rechnen, Lesen und Schreiben bis zu wissenschaftlichen Phänomenen, geschichtlichen Ereignissen und längst ausgestorbenen Fremdsprachen ist so ziemlich alles dabei. Aber eben nur so ziemlich. Denn auch wenn wir in Deutschland ein sehr fortschrittliches Bildungssystem haben, ist das noch längst nicht perfekt. Im Gegenteil, es gibt sogar einige enorm wichtige Dinge, die fast jeder in seinem Leben wissen sollte, die man Kindern und Jugendlichen in der Schule aber einfach nicht beibringt. Teilweise, weil sie nicht in den Lehrplan passen und teilweise, weil sie nicht in den Lehrplan sollen. In diesem Video wollen wir diese Bildungslücken schließen und euch mit neuem, für euer Leben wertvollem Wissen ausstatten. Deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal unbedingt in die Kommentare, ob euch noch etwas einfällt, was eigentlich jeder für sein Leben braucht, was in der Schule aber nicht unterrichtet wird. Wir sind gespannt. Fangen wir auf der Nummer 8 an mit Steuerwissen. Jeder Mensch, der in Deutschland berufstätig ist oder irgendwie anders Geld einnimmt oder auch Geld ausgibt, muss Steuern an den deutschen Staat bezahlen. Das Problem bei der Sache ist, dass das Steuersystem sehr kompliziert ist. Für sämtliche Einzelfälle gibt es bestimmte Regelungen und Steuerarten, die dazu führen, dass man mehr oder eben weniger Steuern zahlen muss. Fast alle Steuern, die ein Mensch zahlen muss, werden dabei jedes Jahr in der sogenannten Steuererklärung ermittelt, die fast jeder deutsche Staatsbürger an das Finanzamt seiner Region senden muss. Allerdings ist die Steuererklärung alles andere als eine leichte Angelegenheit. Es gibt unzählige Dinge, die zu beachten sind, und man kann viel falsch machen. Eigentlich klingt die Steuererklärung also nach etwas, was man gut in der Schule unterrichten könnte. Aber weil das so gut wie gar nicht passiert, führt das bei den meisten Menschen zu einer von zwei Konsequenzen. Entweder sie benötigen einen Steuerberater, der ihnen die Steuererklärung macht und dafür natürlich ordentlich bezahlt werden will, oder sie zahlen zu viele Steuern. So hat das Statistische Bundesamt zum Beispiel ermittelt, dass ein Deutscher im Durchschnitt 974 Euro an Steuern jedes Jahr zurückerstattet bekommen kann. Inzwischen gibt es übrigens neben Steuerberatern noch weitere Lösungen, um ohne großes Steuerwissen ordentlich Steuern zu sparen. Eine davon ist zum Beispiel die App Taxfix, die im Übrigen auch so nett war, dieses Video zu sponsern. Taxfix hilft euch ganz bequem mit dem Smartphone eure Steuererklärung zu machen. Und zwar ganz ohne lästige Formulare, nur indem ihr ein paar einfache Fragen beantwortet. So könnt ihr euch also kinderleicht eure Steuerrückerstattung von durchschnittlich 974 Euro sichern. Geht dazu einfach auf den Link in unserer Videobeschreibung und nutzt unseren Rabattcode Wissenswert at Taxfix. Als nächstes, auf der Nummer 7, kommen wir zu Körpersprache und Charisma. Auch wenn es vielen Menschen nicht bewusst ist, sind Körpersprache und Charisma enorm wichtig. Sie bestimmen den ersten Eindruck, den ein Mensch hinterlässt, sie verhelfen einem laut vielen psychologischen Studien zu beruflichem Erfolg und sie sind vor allem in zwischenmenschlichen und romantischen Situationen entscheidend. Allerdings bezieht sich das nicht nur darauf, die eigene Körpersprache zu beherrschen, sondern auch darauf, die Körpersprache von anderen richtig zu lesen. Zum Glück ist es allerdings so, dass man diese Fähigkeiten aber nicht von Geburt an mitbringen muss, sondern sie lernen kann. Auch wenn dies in der Schule kaum unterrichtet wird, gibt es inzwischen zahlreiche Seminare, Kurse, Bücher und auch YouTube-Kanäle, die dir helfen können, deine eigene Körpersprache und deine kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern. Die Nummer 6 belegen Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit sind zwei der größten Themen unserer Zeit. Und das ist kein Wunder. Die Erderwärmung schreitet voran, während der globale CO2-Ausstoß weiter in Rekordhöhen ansteigt. Immerhin sind die globalen Temperaturen seit den 2000ern höher als je zuvor in der Temperaturmessung. Außerdem wird die Erdoberfläche zunehmend durch Plastik verschmutzt und Zivilisationskrankheiten häufen sich. Diese Probleme stellen also einige der größten Herausforderungen unserer Zeit dar. Richtigerweise finden diese Themen also auch in den Schulen der Welt immer mehr Gehör. Allerdings noch nicht in vollem Umfang, da sie am allermeisten die Generationen betreffen, die jetzt noch zur Schule gehen. Vor allem ein plastikarmer Lebensstil, gesunde pflanzliche Ernährung und umweltschonende Produktionsprozesse von Energie und sämtlichen anderen Materialien kommen dabei in unserem Lehrplan noch immer viel zu kurz. Kommen wir zur Nummer 5, und zwar zu Sexualwissen. Es ist ja nicht so, als würden Schüler und Schülerinnen in Deutschland nicht aufgeklärt. Irgendwann in seiner Schullaufbahn wird nämlich jeder Schüler und jede Schülerin in Sexualkunde unterrichtet und dabei über verschiedene Sexualpraktiken, Verhütungsmittel und sexuell übertragbare Krankheiten aufgeklärt. Allerdings ist das nur eine Seite der Sexualkunde. Denn Mädchen und Jungen lernen in der Schule zwar, wie man sicheren Geschlechtsverkehr hat, aber nicht unbedingt, wie dies gut ist bzw. zum Höhepunkt führt. Dafür sind nämlich viele
viele weitere Dinge entscheidend, wie zum Beispiel die richtigen Winkel und Bewegungen beim Liebesspiel, die Positionen und auch mentale Faktoren. Wie beispielsweise Vertrauen, Intimität und ein gutes Zusammenspiel aus Dominanz und Zärtlichkeit und Hingabe und Verführung. Vor allem aber der weibliche Orgasmus und wie er zustande kommt und auch was ihn verhindern kann, ist dabei viel zu selten Thema. Auf der Nummer 4 ist eine uralte und traditionsreiche Praxis, die in der Schule nicht unterrichtet wird. Und das, obwohl sie laut zahlreichen Studien aus Medizin, Psychologie und vielen weiteren Wissenschaften sehr wichtig für ein gesundes, glückliches, erfolgreiches und langes Leben ist. Die Rede ist von der Praxis der Achtsamkeit bzw. von Meditation. In sämtlichen Kulturen der Welt spielen verschiedene Formen der Meditation seit Jahrtausenden eine Rolle. Sei es als Gebet im Christentum oder als Zen-Meditation im Buddhismus oder auch als Kontemplation in der antiken Philosophie. Es ist also kein Wunder, dass die Wissenschaft inzwischen rausfindet, dass Meditation sehr hilfreich ist. Sie beugt Krankheiten wie Demenz, Depressionen und andere Nervenkrankheiten vor, außerdem steigert sie die Konzentrationsfähigkeit und die Belastbarkeit, erhöht das Wohlbefinden und verringert Stresshormone im Blut. Vor allem im Mittelpunkt der Forschung ist dabei die Achtsamkeitsmeditation, bei der es darum geht, dass der Meditierende sich dem gegenwärtigen Moment bewusst ist, ohne dabei zu bewerten oder zu beurteilen. Als nächstes, auf der Nummer 3, kommen wir zur finanziellen Bildung. Auch wenn wir in der Schule lernen, wie man mit Geld rechnet, lernen wir nicht wirklich, wie Geld funktioniert, beziehungsweise wie man richtig mit Geld umgeht. So lernt man in der Schule beispielsweise nicht, wie man seinen persönlichen Cashflow optimiert, also wie man seine Ausgaben und seine Einnahmen am besten managt. Außerdem wird kaum unterrichtet, wie Investieren funktioniert. Die Aktienmärkte sind, wenn überhaupt, nur Randthema und auch Themen wie Kreditvergabe, Vermögensaufbau und passives Einkommen finden in der Schule keine Beachtung. Wer sich dafür interessiert, ist also darauf angewiesen, sich das Wissen woanders anzueignen. Gott sei Dank gibt es zu dem Thema aber zahlreiche Bildungsmöglichkeiten, sei es im Internet, in der Buchhandlung oder in sämtlichen Bildungseinrichtungen. Auf der Nummer 2 kommen wir zu Versicherungen. Genau wie das Steuersystem ist auch das Versicherungssystem in Deutschland sehr komplex. Es gibt für so gut wie alles eine Versicherung. Einige davon sind in Deutschland sogar Pflicht, wie zum Beispiel die Krankenversicherung, aber viele Versicherungen sind komplett unnötig. Das Problem dabei ist, dass die Versicherungen natürlich versuchen, ihren potenziellen Kunden weiszumachen, dass sie wirklich nötig sind. Daher ist es oft gar nicht so leicht zu erkennen, ob eine Versicherung sinnvoll ist oder eben nicht. So sind zum Beispiel Haftpflichtversicherungen ein absolutes Muss, wohingegen viele Experten zum Beispiel von Lebensversicherungen abraten. Welche Versicherung wirklich wichtig ist, ist aber natürlich immer vom Einzelfall abhängig. Trotzdem lohnt es sich für jeden, sich zumindest grundlegend mal mit den gängigen Versicherungsarten und ihren Vor- und Nachteilen auseinanderzusetzen. Kommen wir jetzt zur Nummer 1, und zwar zu handwerklichen Fähigkeiten. Auch wenn es noch an vielen Schulen den Werkunterricht gibt, kommen handwerkliche Fähigkeiten in den meisten Schulen viel zu kurz. Und das, obwohl man sie im Alltag ständig braucht. Sei es zu wissen, wie man einen Reifen wechselt, wie man Fliesen verlegt, eine Armatur austauscht, einen verstopften Abfluss repariert oder sogar nur, wie man einen Dübel in einer Wand platziert. Handwerkliche Fähigkeiten sind heutzutage absolut nicht selbstverständlich. Und das liegt zum großen Teil auch daran, dass sie in der Schule kaum noch vermittelt werden. Die beste Methode, um handwerkliches Geschick zu erlernen, ist dabei heutzutage wahrscheinlich das Internet. Auch gut ist es natürlich, sich die handwerklichen Fähigkeiten von einem Bekannten anzueignen, der dir ein paar Tipps geben kann. Ansonsten bieten viele Baumärkte und Volkshochschulen auch regelmäßig Kurse für einfache handwerkliche Fertigkeiten wie die vorhin genannten an. Wenn du also lernen willst, wie man es selber macht, gibt es viele Möglichkeiten. Zum Schluss übrigens noch ein Bonus. Man lernt in der Schule nämlich auch nicht wirklich, das, was man in der Schule lernt, zu hinterfragen. Denn auch wenn einem in der Schule wichtiges Wissen vermittelt wird, ist nicht alles davon hundertprozentig wahr. Alleine deshalb schon, weil die Wissenschaft nie perfektes Wissen hervorbringen kann. Deshalb ein Tipp von uns: Sei offen und neugierig für das, was du in der Schule lernst, aber hinterfrag es auch. Mit anderen Worten, glaub nicht alles, was deine Lehrer so sagen, egal ob über ihr Fach oder über dich. Und das war's auch schon wieder mit 8 Dingen, die du in der Schule nicht lernst, obwohl du sie später im Leben gut gebrauchen kannst. Schreib uns gerne, welche von diesen Dingen du vielleicht noch nicht gelernt hast und ob dieses Video dich vielleicht sogar inspirieren konnte, dir etwas Neues anzueignen. Ansonsten hoffen wir, dir hat dieses Video gefallen und auch etwas gebracht. Wenn ja, lass gerne ein Like da und abonniere Wissenswert für mehr. Und wenn du Interesse hast, schau wie gesagt mal bei TechSex vorbei. Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal dann, hier bei Wissenswert.